Sie hören Denken mit den Ohren Miniatur 5. Der Residualton, auch Restton genannt, ist diesmal unser Thema. Es handelt sich dabei um einen psychoakustischen Effekt, der vom holländischen Physiker und Psychoakustiker Jan Frederik Schouten um 1950 entdeckt und erforscht wurde. Eingangs hörten sie fünfmal das gleiche C1 am Klavier. Bei der ersten Wiederholung fehlte der Grundton, bei der zweiten der Grundton und der erste Oberton, bei der dritten Wiederholung der Grundton und die ersten beiden Obertöne. Bei der letzten Wiederholung war wieder das gesamte Klangspektrum zu hören. Sie konnten sicher bei genauem Hinhören klangliche Unterschiede erkennen, aber nicht in der Tonhöhe. Sie erlebten gerade den Residualtoneffekt, der darauf hinweist, wie das Gehirn die angebotene Information unseres Hörapparats verarbeitet. In unserem Beispiel können wir den Grundton hören, obwohl er physikalisch nicht Teil des Klangs ist. Hören wir uns die Folge noch einmal an. In Miniatur 4 haben wir uns damit beschäftigt, wie ein Schallereignis am Beispiel der Altersschwerhörigkeit, auch Presbyakusis genannt, physiologisch verarbeitet wird, bis es über den Hörnerv das Gehirn erreicht, um interpretiert zu werden. Der Residualtoneffekt wird uns helfen, die Rolle des Gehirns besser zu verstehen. Die gerade gehörten Klänge von einem Wasserplatschen, ein Stein fällt ins Wasser und einer Wasserharfe, eine Saite wird von fließendem Wasser in Schwingung versetzt, sind Mischungen aus verschiedenen Frequenzen. Was sie unterscheidet, ist der Anteil von Obertönen im Klangspektrum. Was menschliche Stimmen und die meisten Musikinstrumente, insbesondere Saiten- und Blasinstrumente, auszeichnet, ist ihr harmonisches Obertonspektrum. Dieses entsteht, wenn ein schwingendes System wie eine Saite nicht nur in seiner Grundfrequenz, sondern auch in Vielfachen dieser Grundfrequenz schwingt. Zum Beispiel ist der Grundton, die Grundfrequenz 100 Hz, dann ist der erste Oberton 200 Hz, der zweite 300, der dritte 400 und so weiter. Wenn das Gehirn also ein obertonreiches Spektrum erkennt, lässt es uns den Grundton hören, auch wenn er konkret nicht Teil des Signals ist. Im Jahr 1822 entdeckte der französische Mathematiker und Physiker Jean-Baptiste Joseph Fourier, dass ein Klang aus vielen einzelnen Frequenzen besteht. Er entwickelte eine mathematische Theorie, die Fourier-Analyse, die besagt, dass jede periodische Funktion wie ein Klang als eine Summe von Sinus- und Cosinus-Funktionen mit verschiedenen Frequenzen dargestellt werden kann. Unsere Cochlea, auch Hörschnecke genannt, führt tatsächlich eine physiologische Art von Fourier-Analyse durch. Sie zerlegt das eingehende Schallsignal in seine einzelnen Frequenzkomponenten und unterschiedliche Frequenzen aktivieren verschiedene Teile ihrer Basilarmembran im Innenohr. Die dabei entstehenden Aktivitätsmuster entlang der Cochlea können als eine spektrale Darstellung des Schallsignals betrachtet werden, ähnlich wie die Fourier-Koeffizienten die Amplituden der Sinus- und Cosinuswellen in der Fourier-Analyse darstellen. Dies schafft die Grundlage dafür, dass das Gehirn darin vorhandene Muster erkennt und interpretiert. Dass wir zum Beispiel Freude am Musikhören auf Geräten haben, die viele der gespielten Grundtöne überhaupt nicht übertragen können, wie ältere kleine Kofferradios, oder dass wir früher beim Telefonieren mit alten analogen Telefonen, die nur einen Frequenzbereich zwischen 300 und 3400 Hertz übertrugen, auch tiefere Stimmen sofort erkannten, ist dem Residualtoneffekt zu verdanken. Er ist ein wunderbares Beispiel für das komplexe Zusammenspiel von Hörapparat und Gehirn. In Miniatur 6 werden wir dieses Zusammenspiel vertiefen. Zum Abschluss hören Sie mehrmals den gleichen Klavierton.
bei jeder Wiederholung um mindestens einen Oberton weniger, beginnend beim Grundton.